Also informatische Bildung und Lehrerbildung haben wir unseren heutigen Vortrag genannt, den wir beide gemeinsam bestreiten, Frau Haselmeier und ich. Und wir haben uns auch auf den Untertitel geeinigt, auf den Lehrer kommt es an. Sie sehen, das ist ein Anführungszeichen, das ist auch ein Zitat. Und zwar kommt dieses Zitat, ist von 2013 vom Tagesspiegel die Überschrift eines Artikels auf der Titelseite. Und dieser Artikel bezieht sich auf die Hattie-Studie 2013. Die Hattie-Studie, die kennen die meisten von Ihnen sicherlich und die wurde heute auch schon erwähnt, die hat sich beschäftigt mit empirischen Studien zum schulischen Kontext und hat Faktorenbereiche identifiziert. Einer dieser Faktorenbereiche waren die Lehrpersonen, andere waren, ich habe es mir aufgeschrieben, damit ich es nicht vergesse, Schule, die Lernenden selbst, Familie, Lehrpläne, Unterricht, und unter diese Bereiche waren dann Einzelfaktoren untergeordnet, zum Beispiel auch Medieneinsatz, eventuell, wenn es das, soweit es damals gab, auch digitale Medien. Und was damals zu einem großen Medienecho führte, war das Ergebnis, dass von diesen Faktorenbereichen die Lehrperson diejenige war mit dem größten Einfluss auf den schulischen Lernerfolg. Daher dachten wir zu dem Thema, wie funktioniert informatische Schule in der Schulpraxis, abgewandelt, wie funktioniert überhaupt Bildung in der Schulpraxis, ist das Entscheidende die Lehrperson und zufälligerweise ist die Lehrerbildung auch von uns beiden Forschungsbereich. Und was da zu einem großen Medienecho führte in der Hattie-Studie, ist für Didaktiker weniger erstaunlich oft, denn wir haben auch andere, ich habe jetzt nur zwei genannt, der IQB-Ländervergleich belegt signifikante Zusammenhänge zwischen der fachbezogenen Lehrbefähigung, also sowohl fachlich wie auch fachdidaktisch, und den erreichten Schülerkompetenzen, also eine direkte Ausbildung von sehr gut qualifizierten Lehrkräften zu dem, was schließlich die Schüler erreichen. Oder auch nicht nur dazu diesen fachbezogenen, also zu den fachlichen Kompetenzen, sondern es geht darüber hinaus, das gesamte Bild des Faches wird von dem Lehrkraft implizit mitvermittelt. Also die epistemologischen Vorstellungen ebenso wie überhaupt das Bild des Faches. Ich spreche jetzt hier aber nicht allgemein über Lehrerbildung, sondern in der Informatik, speziell über die Informatiklehrerbildung. Und ich behaupte, da ist das besonders wichtig, denn Informatik ist verknüpft mit einer Menge Fehlvorstellungen zum Fach. Wir haben heute darüber gesprochen, es ist ein Männerfach, es ist ein Nerdfach. Eventuell muss man dazu geboren sein, um überhaupt irgendwie mit diesen Informatiksystemen umgehen zu können. Ich habe in meiner Forschung, ich habe von Studierenden oft gehört, das ist nichts für mich. Ich bin eher der sportliche Typ, also Sport und Informatik scheint gar nicht zusammenzupassen. Implizit halt auch von Studierenden, von Weiblichen, die auch sagten, das hat mich nie interessiert, hat keiner gemacht. Oder ich wurde von meinen Freundinnen gefragt, wie kannst du sowas Technisches machen? Also eine Menge, es hat eine Menge Vorbelastungen und da sind dann die Informatiklehrkräfte besonders herausgefordert, das eben zu beheben. Ja, wie sieht es jetzt aus mit diesen Informatiklehrkräften, die so wichtig sind? Und da hatten wir heute auch schon das Stichwort, und zwar haben wir seit Jahren, seit Jahrzehnten einen Informatiklehrermangel. Wir haben wenig Informatikunterricht und in dem Zusammenhang bin ich dankbar für Ihren Einwurf. Wenn wir mehr Informatiklehrunterricht haben, wo kriegen wir denn die Lehrkräfte her, wenn wir ausgebildete Lehrkräfte brauchen? Und das war für mich auch ein Forschungsthema, dass ich halt untersucht habe, wie kommen Menschen dazu, Informatik auf Lehramt zu studieren und warum eventuell nicht? Und also Sie sehen hier, wenn ich Informatikunterricht an einer Schule in Nordrhein-Westfalen habe, dann ist es wahrscheinlicher, dass ich eine Lehrkraft habe, die halt nicht dazu ursprünglich ausgebildet war, als dass ich das habe. Und auch das, habe ich festgestellt, hat auch bestimmte Auswirkungen. Gut. Aber dann würde man sagen, wenn es so einen großen Informatiklehrermangel gibt, wie kann man das erklären? In verschiedenen Fächern gibt es immer auch Lehrer mit Lehrbefähigung in diesem Fach, die das Fach nicht unterrichten. Und von den wenigen ausgebildeten Informatiklehrkräften
Mehr als jeder Vierte hat gar keinen Informatikunterricht, unterrichtet etwas anderes, unterrichtet nicht in diesem Fach. Das scheint zunächst erstaunlich. Ist es weniger, wenn man sich zum Beispiel die Schriften der Didaktiker der Mathematik ansieht, die dann beschreiben, dass sie auch einen Lehrermangel haben und dass es immer noch ganz günstig ist, wenn die Informatiklehrer den Mathematikunterricht übernehmen, auch selbst wenn sie kein Mathematik als zweites Fach haben, da die immerhin Mathematikkenntnisse haben, auch im Rahmen ihres Studiums. Ja, wie wird das dann in Zukunft deutlich besser? Das wäre ja erfreulich. Und da gibt es diese Klemm-Studie, die vielleicht auch viele von Ihnen kennen. Da geht es um den MINT-Lehrermangel, den hat er deutschlandweit untersucht, aber vor allem für Nordrhein-Westfalen, dann an dem Beispiel. Und Sie sehen, dass die Altersstruktur für MINT-Lehrer nicht so günstig ist. Das heißt, älter als 50 sind für alle Unterrichtsfächer ungefähr 45%. Älter in den MINT-Fächern ist das überall mehr als im Durchschnitt. Und wo sind die Ältesten? In Informatik. Also schlechte Nachrichten für uns, also für die Informatik. Und wenn man das dann hochrechnet anhand derjenigen, die jetzt studieren Informatik oder die im Referendariat sind, dann sieht es aus, dass wir zusätzlich bis 2025, 2026 von den wenigen, die wir haben in Nordrhein-Westfalen, noch 557 verlieren. Das sieht schlecht aus. Ja, und dann möchte ich noch ganz kurz einen Exkurs machen. Gendermäßig sieht das auch nicht so gut aus. Insgesamt sagt man ja, es gibt das Lehramt wird weiblicher. Das ist halt, wir haben in Sek 1 und Sek 2 über 60% Lehrerinnen. Und in den MINT-Fächern bis auf Biologie sind das dann weniger. Und am wenigsten sind es in Informatik. Noch eine Statistik. Ich weiß, Statistiken kommen immer gut an beim Publikum. Wie sieht es bei den Schülerinnen aus? Ähnlich schrecklich. Und zwar sehen Sie hier, das war jetzt ist auch aus der von 15 dann waren die Teilnehmerinnen in den Leistungskursen, also die weiblichen Teilnehmenden, sind in Informatik am wenigsten. Und wenn man das über die Jahre verfolgt, sieht man, im Grundkurs sind es schon weniger als ein Viertel aller Teilnehmenden sind weiblich und im Leistungskurs fällt das dazu nochmal deutlich ab. Informatik ein Männerfach, ja, da können wir ja eigentlich schon fast gar nicht mehr sagen, es ist nicht so. Was kann man dagegen tun? Klemm hat sich einige Maßnahmen überlegt. Er sagt dann, Lehrkräfte mit Lehrbefähigung in Informatik sollen in diesem Fach unterrichten. Das ist völlig klar, das wünschen wir uns hier. Studienabbruchzahlen für Informatikstudierende auf Lehramt reduzieren, wünsche ich mir auch sehr. Eine Erhöhung der Anzahl der Studienanfänger wünsche ich mir auch sehr. Aber wie? Wie macht man das? Woran liegt das? Das war mein Forschungsthema für meine Dissertation. Die Erhöhung der Anzahl der weiblichen Studierenden, wie macht man das? Ist auch so eine Frage. Und dass wir da in einer, eben hat jemand gesagt, ein Henne-Ei-Problem sind, ist uns klar. Und wo greifen wir jetzt ein? Zunächst mal müssen wir diese Fehlvorstellungen beheben zur Informatik. Männerfach, Nerdfach, Computerwissenschaft, also Informatik ist eine rein technische Sache und muss dem entgegengewirkt werden. Und wo können wir für Bildung und gegen Fehlvorstellungen arbeiten? Eigentlich nur in der Schule. Wir brauchen, die Schule ist der Platz, wo wir da eingreifen können. Dazu müssen wir die Informatik im schulischen Kontext aufwerten. Das heißt, es darf nicht so sein, dass Informatikunterricht ausfällt, weil diese Lehrer andere Fächer, die wichtiger sind, unterrichten oder weil diese Lehrkräfte die Informatiksysteme administrieren, sondern das sind Informatiklehrkräfte und wir müssen dafür sorgen, dass die halt auch ihrer Arbeit nachgehen, Informatiklehrer werden. Dafür bräuchten wir ein Pflichtfach Informatik, um das halt aufzuwerten und das bräuchten wir bald. Denn nur dann haben wir wiederum, und dafür gibt es auch empirische Untersuchungen, Studierende studieren das Fach, wenn sie Lehrer werden wollen, das sie in der Schulzeit begeistert hat. Das sind einfach Ergebnisse. Wenn ich jetzt nur Unterricht habe, kein Informatikunterricht oder Informatikunterricht bei Lehrkräften, die das offensichtlich nicht als erstes Fach gewählt haben, wer soll mich da begeistern und motivieren? Und frühzeitig soll informatische Bildung für alle Schülerinnen und Schüler erfolgen.
Das haben wir eben bei Frau Geldreich gesehen, wenn Sie noch begeisterungsfähig sind und wenn Sie noch nicht von diesen Fehlvorstellungen abhängig sind. Und da übergebe ich jetzt an meine Kollegin mit dem Thema frühzeitig Grundschule. Dankeschön. Ja, auch von mir nochmal guten Tag. Ich werde mich ein bisschen von meiner ursprünglichen Präsentation lösen, denn ich habe über den Tag hier ziemlich viele Anregungen aus den Vorträgen mitgenommen, die ich gerne aufgreifen möchte. Es ist viel von dem Vortrag, den ich eigentlich halten wollte, schon gesagt worden. Zum Medienkompetenzrahmen werde ich überhaupt nichts mehr sagen, nicht zur sechsten Säule, das müssen wir nicht zum fünften Mal durchtun. Was mir aber auffällt, ist, dass das Thema Informatik in der Grundschule stark polarisiert. Heute Morgen bei ihrer Detail da, die hat auf ein Buch verwiesen von Beat Döbli-Honecker, Mehr als 0 und 1. Da wird dieser gesamte gesellschaftliche Diskurs im Grunde aufgebreitet. Also von Informatik hat in der Grundschule überhaupt nichts zu suchen, das muss ein Schonraum sein, Lesen, Rechnen, Schreiben ist viel wichtiger und basal, bis hin zu Schule an sich, so wie wir sie als Institution kennen, ist total überholt. Wir können das alles in irgendwelche Apps auslagern und vielleicht sogar besser individuell fördern. Und irgendwo in diesem Diskurs, da bewegen sich alle, die mit Informatik und Schulbildung in irgendeiner Form Kontakt haben, und damit meine ich nicht sich intensiv mit Informatik oder sich intensiv mit Bildung beschäftigen, in dem Diskurs bewegt sich jeder, der schon eine Schule besucht hat, also jeder, der hier im Raum sitzt und jeder, der auch außenrum läuft und meint, er kann irgendwas zu dem Thema beitragen, was durchaus viele Menschen tun, die es vielleicht nicht tun sollten. Eine Sache möchte ich trotzdem gerne noch sagen, weil die nicht ganz so bekannt ist. Kinder, die in die Grundschule kommen, haben erstmal sehr, sehr feste Geschlechtsrollenzuschreibungen. Die sind im Kindergarten Ritter und Prinzessin und sonst was. Und wenn ein junge Mädchen Klamotten anhat, dann ist das falsch. Das weicht in der Grundschule auf. Es gibt in der Grundschule ein Fenster, wo diese Rollen neu definiert werden und die werden dann bis zum Einsetzen der Pubertät wieder neu und eng getroffen. Das ist also ein Fenster, in dem man Geschlechtsrollenzuweisungen noch mal ein bisschen wieder in Angriff nehmen kann, manipulieren kann. Und in dem Moment braucht es die Grundschule mit Vorbildern, die zeigen kann, auch den Mädchen zeigen kann, Informatik ist kein Fach nur für Jungs, nur für Nerds, nur für irgendwen, der im Keller sitzt und ansonsten keine Freunde hat. Nein, Informatik ist auch für die Mädchen und die Studien, die ICL-Studie, die zeigt auch, dass Mädchen im Grunde höhere Kompetenzen haben, die aber nicht ausprägen können, weil die Zuschreibung an das Fach verhindert, dass sie überhaupt aktiv an dem Fach teilnehmen. Warum soll Informatik in die Grundschule? Ja, ich denke, und da bin ich bei dem Kollegen Herrn Schimpf, dass wir eine evolutionäre Bewegung brauchen und keine revolutionäre. Wir brauchen keine von oben runter, denn da bin ich ganz bei Ihnen, das führt zu nichts. Die Lehrkräfte nicht von Anfang an mitzunehmen und nicht in den Prozess mit einzubinden, führt dazu, dass das in der Schule, nicht nur in der Grundschule, nicht stattfinden wird. Die Grundschule muss in den Blick genommen werden. Die KMK-Strategie hatten wir jetzt auch, Medienkompetenz, die sechs Säulen, da gehe ich mal einmal schnell durch. So, aber wie kann Informatik denn in der Grundschule überhaupt umgesetzt werden? Wir haben hier in Nordrhein-Westfalen zumindest die Situation, dass Fortbildungen, die für Lehrerkolleginnen anberaumt werden, von Kompetenzteams überwiegend gestaltet werden. In den Kompetenzteams sitzen viele Lehrer, die sich in irgendeiner Form zusätzlich ausgebildet und fortgebildet haben und als Multiplikatoren für ihre Kollegen dienen. Es gibt auch externe Anbieter, aber eben nur auch. Das heißt, es sitzen in den Kompetenzteams, insbesondere für die Fortbildung für Grundschule, Grundschullehrkräfte, die in ihrer eigenen Bildungsbiografie in der Regel wenig Kontakt zu Informatik hatten und in ihrer berufsbildenden Biografie, die also auf die Grundschule vorbereitet, gar keine Möglichkeit haben, Informatik in irgendeiner Form zu studieren. Es gibt erst relativ kurz Angebote an den Universitäten, die überhaupt Medienbildung mit in den Fokus nehmen. Informatik ist damit noch gar nicht adressiert. Ich denke, aber das ist eine These, da können wir drüber diskutieren, ich denke, dass die Bestandslehrkräfte, die jetzt an den Schulen sind, vielleicht durch Fortbildungen herangeführt werden können an das Thema, aber es sind nicht die Lehrkräfte, die wir grundständig in Informatik ausbilden können. Die können nur kleine Segmente kennenlernen, die Zeit ist viel zu knapp. Die Themen in Schulen, das muss man sehr pragmatisch sehen, sind andere als Informatik. Das ist Inklusion, das ist Integration, das ist Mangelverwaltung an jeder Ecke und an jedem Ende. Und wenn man dann kommt mit großen Medienkonzepten und mit viel Informatik, dann zerfasert das. Es findet nicht statt.
Aber es gibt eine Möglichkeit, vielleicht doch etwas zu erreichen für die Informatik, was wirklich in meinem Sinne ist. Informatik als strukturgebende Wissenschaft zu verstehen, Informatik in der Grundschullehrerbildung an der Universität zu verankern und den Studierenden eine Möglichkeit zu geben, im Rahmen ihrer Ausbildung Elemente der Informatik kennenzulernen, das ist ein Ansatz, den man vielleicht weiterverfolgen kann, der es vielleicht nötig wäre, oder weiterzugehen. Also Informatik ist nicht Medienerziehung, auch diese Verschwurbelung immer zwischen Informatik und Medien. Naja, das lassen wir mal. Das tut beiden weh. Und das Lustige ist, hier sitzen alle Leute, die wollen eigentlich alle das eine. Die einen wollen Geld geben, die anderen wollen Kompetenzen, die nächsten wollen irgendwelche Konzepte erarbeiten. Aber sie arbeiten nicht zusammen, die arbeiten gegeneinander. Die springen mit dem Schwert in die Arena und darunter stehen die Lehrer, halten die Schilder hoch und versuchen, die Stöße abzudämpfen. Das ist blöd, weil es eigentlich eine gute Situation wäre, um zusammenzuarbeiten und was Gutes zu erreichen. Also einen Anfang haben wir hier an der Uni gemacht. Ich gebe ein Seminar für Lehramtsstudierende im Optionalbereich, im Bachelor. Das ist 4-stündig jede Woche, sodass ich Studierende habe, die sich mit Konzepten der Informatik beschäftigen. Und auch da nochmal ein Hinweis vielleicht auf den Herrn Losch, der heute Morgen schon von den Kompetenzstufen so gesprochen hat. Ich arbeite mit den Studierenden, die wirklich ohne irgendeine Kenntnis ankommen, nicht viel anders. Also ich arbeite mit denen anders, aber die Themen sind nicht großartig anders als die mit einem Kind in der Grundschule. Wir haben Materialien, die für die Grundschule entwickelt ist, die ich auch mit diesen Lehrern durchturne. Und ich kann nicht bestätigen, dass das eine totale Unterforderung wäre. Nee, danke, da sind wir noch nicht. Ich wollte noch, ich weiß aber nicht, warum die... Ich bin vielleicht zu schnell. Ja. Also Beobachtungen aus dieser Lehrveranstaltung, die Hürden, sich mit Informatik zu beschäftigen, sind unglaublich hoch. Es kann aus meiner Sicht noch nicht darum gehen, informatische Kompetenz aufzubauen. Es muss erstmal informatische Aversion abgebaut werden. Da sind wir noch gar nicht. Das informatische Selbstkonzept ist durchweg ausgesprochen niedrig. Ich kann das nicht, ich brauche das nicht, ich will das nicht, mein Handy funktioniert und wenn nicht, kaufe ich ein neues. Die Vorstellungen zur Informatik sind wirklich sehr, sehr konfus, also abstrakt und wenig durchdacht. Sobald man anfängt, darüber nachzudenken, kommen natürlich bessere Ideen dazu. Aber der erste Moment ist, die Cloud ist eine Wolke. Wenn man dann darüber nachdenkt, wie das denn dann gehen soll, dann kommen schon auch die Studierenden dahinter, dass das ja nicht sein kann. Aber diese Konzepte erstmal anzusprechen, zu benennen und vielleicht Aversionen abzubauen und durch andere Vorstellungen zu ergänzen. Das ist ein unglaublich langwieriger Prozess, der ist auch in einer Lehrveranstaltung überhaupt nicht zu leisten. Und die ist im Vergleich zu Fortbildungen, die für Lehrkräfte zur Verfügung stehen, doch deutlich, deutlich zeitintensiver. 12 bis 14 Wochen, 4 Stunden jede Woche mit Informatik beschäftigen gegenüber Fortbildung für Lehrer. Das kann nicht das Gleiche abbilden. Und was ich auch habe und was die Frau Geldreich in ihrer Forschung auch schon festgestellt hat, sie arbeitet mit 40 Lehrern, die habt ihr in 2 Gruppen eingeteilt, jeweils 20 Lehrer und ihr seid zu zweit. Ich habe im ersten Durchgang nur sehr wenig Studierende gehabt, das lief sehr gut, habe ich gedacht, im nächsten Durchgang, wir machen 20 Studierende, das ist auf jeden Fall gut zu schaffen. Nein, wir brauchen oder ich brauche für die Lehre bei den Studierenden und Studierenden, das ist ja schon genderneutral. das heißt ja, genau. Wollte ich mal politisch korrekt sein. Ich brauche auf jeden Fall viel mehr Zeit. Ich muss daneben stehen, ich brauche viel, viel mehr Zeit. Ich brauche den direkten Kontakt zu irgendwelchen Studierenden, die mir dann ihre Vorstellung sagen, die ich mit ihnen konkret bearbeiten kann. In einer großen Menge verläuft sich auch dieses. So, und jetzt mache ich aber dann doch noch die... Danke.